Die Heldentaten von Desmond Doss sind so zahlreich, dass man die gar nicht alle aufzählen kann. Am 4. Mai zum Beispiel sah er, wie 4 Soldaten bei einem Angriff auf eine feindliche Höhle schwer verwundet worden waren. Er näherte sich den feindlichen Linien auf 7 Meter. Er konnte förmlich die Japaner flüstern hören. Unter Granatenhagel versorgte er alle 4 Soldaten, um sie dann einzeln nacheinander zu evakuieren. Immer noch, nach etlichen Tagen heftigster Kämpfe, war Hacksaw Ridge in japanischer Hand. Dadurch verzögerte sich die gesamte Invasion der Insel und die anderen Divisionen wurden aufgehalten. Deswegen erteilte das Invasionshauptquartier nun den Befehl, dass Hacksaw Ridge zu nehmen sei, koste es, was es wolle. Das ausgezehrte 307. Regiment sollte am nächsten Morgen einen letzten Angriff unternehmen. Doch der 5. Mai war ein Samstag. Ein Sabbat, wie Desmond Doss zu sagen pflegte. Man brauchte ihn so dringend. Er war der letzte Sanitäter, der noch übrig geblieben war. Und ohne ihn, so viel war deutlich, würden die Soldaten gar nicht erst mit der Erstürmung von Hacksaw Ridge beginnen. Zu sehr hatten sie ihn mittlerweile in ihr Soldatenherz geschlossen. Captain Vernon traute sich kaum, ihn zu fragen, ob er sich dann vielleicht vorstellen könnte, an diesem Samstag mit an die Front zu gehen. Desmond hat kurz überlegt. Und er wusste, dass die Bibel es keinesfalls verbietet, am Samstag, am Sabbat Gutes zu tun. Hatte nicht Jesus auch am Sabbat geheilt? Und so sagte er zu, unter einer Bedingung, er würde zuerst gern seine Andacht zu Ende machen. Er würde erst gern seine Bibel lesen. Und Captain Vernon stimmte zu. Auf die Gefahr hin, dass dadurch der gesamte US-amerikanische Angriff verzögert werden würde. Tatsächlich erlaubte Colonel Hamilton, der Befehlshaber des Regiments, jener Offizier, der in der Ausbildung Doss zwingen wollte, eine Waffe zu tragen, dass der gesamte Angriff verschoben werden sollte. Bis an die höchsten Instanzen wurde das bestätigt, sodass Doss zunächst sein Bibelstudium beenden konnte, bevor der Krieg weiterging. An jenem Tag wurde Hacksaw Ridge erobert und gehalten. Die Invasion konnte fortgeführt werden. Auch Jack Glover wurde verwundet. Er hatte das Leben von Desmond besonders schwer gemacht. Doch Desmond hatte keinen Gedanken an Rache. Stattdessen behandelte er ihn wie jeden anderen Soldaten auch. Und Glover begann endlich zu verstehen, was Desmond wirklich angetrieben hatte. Es war eine mondlose Nacht, als am 21. Mai 1945 die Kompanie B in verdeckter Operation etwa 800 Meter entfernt von der Anhöhe einen weiteren Angriff unternahm. Desmond wurde hier beinahe getötet. Sie waren aus Versehen in eine Gruppe japanischer Soldaten geraten und es gab ein echtes Handgemenge. Desmond kroch mitten durch die kämpfenden Soldaten und behandelte Verwundete. Er sah dann, wie eine Granate in seine Richtung geworfen wurde. Er wurde schwer verletzt. 5 Stunden harrte er aus, bis er von Sanitätern gefunden wurde, die ihn im Maschinengewehrfeuer wegtragen wollten. Auf der Bahre sah er dann einen bewusstlosen Soldaten, rollte von der Bahre, damit diesem anderen Soldaten zuerst geholfen würde. Noch einmal wurde er von einem Scharfschützen getroffen, der seinen Arm zerfetzte. Er kroch weiter, bis er in Sicherheit war. Desmond Doss wurde auf das Krankenhausschiff Mercy gebracht. Hier realisierte er, dass er auf dem Schlachtfeld seine Bibel verloren hatte. Am 23. Mai wurde er nach Amerika überführt. Er hatte einen gebrochenen Arm und 17 Granatsplitter im Körper. 8 Tage später, am 31. Mai, schrieb Desmond Doss an Dorothy, dass ihm seine Bibel abhandengekommen sei. Für ihn war das ein großes Unglück, denn seine Bibel war eine Kraftquelle,
und ohne sie fühlt er sich verloren. Doch Soldaten der Kompanie B hatten gehört, dass Stoss seine Bibel verloren hatte. Und einige von ihnen suchten tatsächlich auf dem Schlachtfeld nach ihr, bis sie diese gefunden hatten. Erst am 30. Juni war die Schlacht um Okinawa beendet. Über 100.000 japanische Soldaten hatten ihr Leben verloren. Ein Drittel der Inselbevölkerung war tot. Dazu kamen noch einmal 15.000 US-Soldaten, die ihr Leben gelassen hatten. Aufgrund dieser blutigen Schlacht entschieden sich die Amerikaner, keine Invasion von Festland-Japan durchzuführen, sondern stattdessen das schreckliche Experiment der Atombombe auszuprobieren. Am 12. Oktober 1945 stand Desmond Doss auf dem kurzen Rasen vor dem Weißen Haus. Der US-Präsident Truman überreichte ihm höchstpersönlich die Ehrenmedaille des US-Kongresses, die höchste militärische Auszeichnung des US-Militärs. Und das, obwohl er, Desmond Doss, ein Kriegsdienstverweigerer war. Das erste Mal in der Geschichte war dies vorgekommen. Für ihn war das ein großer Moment. Und Truman selbst sagte ihm, dass er es als eine Ehre empfinde, ihm diese Medaille überreichen zu dürfen.